Nee, nicht einpissen, aber da ist ordentlich was daneben getropft. Da könnte auch einer oder andere Tröpfchen ins Höschen gegangen sein, du. Okay, wie wirkt sich denn Corona auf die, also erstmal kurz, vielleicht sich mal kurz vorstellen, also wie sie heißen, was sie machen und wie wirkt sich denn ja die Corona und die Quarantäne und genau die Corona-Pandemie auf Ja, die. komm zum Ende, Schätzchen. Ich hab nicht so viel Zeit. Also wie wirkt sich denn Corona ist ja gerade. Ja, Wie Corona, ich weiß, das haben wirkt wir ja schon sich gesagt. die Pandemie denn aus auf, naja, ihr Business, also auf. Das ist mir alles viel zu viel. Einmal kurz und knapp formuliert. Ich verstehe hier nur Bahnhof. Wie wirkt sich Corona aus auf die Pornowelt? Auf die Pornowelt. Ja, das ist super, das sage ich doch. Das ist super, das läuft. Weißt du, die ganzen Mädels, die haben eh nichts zu tun. Weißt du, die kommen einfach vorbei in mein Studio und dann drehen wir schöne Filmchen. Und die Leute, die schauen das, da bleiben halt nur die guten alten Porno-Videos von Relle. Aber ich dachte, ich hätte gelesen, dass sie gerade arbeitslos sind. Nein, arbeitslos. Wer sagt denn so einen Scheiß? Die Bild-Zeitung wahrscheinlich, die Arschlöcher. Weißt du, die haben mich eh schon immer auf dem Kieker. Du, ich hab Corona, aber scheißegal, das Geschäft, das läuft. Also, dass Corona der Pornowelt Da ist ganz schön geholfen. viel Kohlensäure drin, das sag ich dir nur. Also würden Sie sagen, dass Corona der Pornowelt sogar geholfen hat? Also. Du, wenn du das so formulierst, ein bisschen schon, das würde ich schon sagen. Also man könnte also eine Verschwörungstheorie sich überlegen, dass Dass die vielleicht sogar. Pornoproduzenten schuld sind oder was? Ja, ich meine, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich bin mal ganz ehrlich, jetzt ohne Eigenwerbung zu machen, aber auf pornoralle.de, da gibt's die geilsten Filmchen.